Ja, Hallihallöchen, ich bin euer Lieblingsnoob Konrad und wir spielen heute wieder Minecraft. Und wir sind hier immer noch im Nether, weil wir leveln wollten. Aber ich bin so feige hier, das ist... Und wir sind hier an so einem blöden Ort, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, da gehen wir woanders hin. Das geht anderswo besser und einfacher für mich. Da bin ich einfach eine zu große Pfeife für den Nether, glaube ich. Das ist, wir machen das lieber klassisch mit Monsterhunten oder irgendwas. Wir könnten natürlich auch schon mal runtergehen, ein bisschen farmen. Da gibt es ja dann auch Level für Kohle und so ein Zeug. Das ist vielleicht easier, als einmal hier auf Monster warten, weil Monster begegnen uns unten dann auch. Wir haben Fackeln dabei. Wir haben eigentlich für unten alles dabei, soweit. Wenn wir jetzt kurz eine Runde farmen gehen, bis wir Level 30 haben und dann die Verzauberung machen können, machen wir einfach so. Wo habe ich denn hier meinen Abstieg nach unten? Hatte ich hier nicht mal? Nee. Ach, muss ich da hier lang jetzt? War ich so lange schon nicht mehr farmen, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wo es lang geht. Ach, guck mal, was wir da noch alles drin haben. Ach, so Schilder habe ich immer mitgenommen, ne, wenn wir nach unten sind. Ach, da könnte ich eigentlich schon mal reinschmeißen, was ich jetzt da unten definitiv nicht brauche, damit ich Platz im Gepäck habe. Ach, nach diesem Ei habe ich immer noch nicht gegoogelt, seht ihr? Da muss ich auch mal noch gucken. Den Goldapfel werden wir jetzt auch nicht unbedingt brauchen. Eine Eisenaxt, wie geil. Also manchmal werfen die Mobs ja schon lustige Sachen ab, ne? Das Fußballfeld wollten wir auch noch reparieren, ne? Ich schieb schon wieder alles so vor mich hin. Es gibt auch eine Mod, die soll ich mir vielleicht auch mal holen. Da kann man sich so Memos machen, so Notizen. Wäre vielleicht auch mal nützlich für mich. Dass man nichts vergisst, dass man immer weiß, was man noch alles tun muss, darf, wenn man möchte. Ach komm, die brauchen wir doch eigentlich hier unten auch nicht. Die Axt brauche ich hier unten auch nicht, das Ei brauche ich auch nicht. Was ich brauche, sind genau die Sachen. Genau. Mehr brauche ich erstmal nicht. Da ging es ja nirgendwo lang, oder? So, wir sind auf Höhe. Wieso habe ich auf Höhe 34 so einen langen Gang gegraben? Wie unsinnig. Müssen wir weiter runter auf Diamantenhöhe. Weit von entfernt. Hey, und da geht's wieder hoch. Ach, hier war ja unser Stollen, unsere Schlucht. Habe ich die eigentlich mal richtig erkundet hier, mal richtig abgerast? Das könnte man doch jetzt mal machen. Da liegt schon wieder ein Fisch rum. Wo liegen da einfach Fische rum? So, wir sind auf Höhe 19. Das ist immer noch zu hoch für Diamanten, ne? So, ja gut, hier war der Schacht. Den haben wir aber, glaube ich, echt komplett ausgebeutet. Ich buddel mich hier einfach mal runter auf Dia-Höhle und guck mal, was auf Dia-Höhe. Und guck da mal, was da so passiert. Kann man einfach hier runter, ne? Ich mach das jetzt auch wirklich mit der Eisenspitzhacke, weil alles andere geht sonst zu lange. Was ist eine gute Dia-Höhe? So um die 9 rum, ne? Oder 12 oder sowas. 12 ist mal ganz gut. So, wir sind auf Höhe 12. Ist natürlich ein bisschen dunkel jetzt. Aber ich hoffe, dass wir auf eine Schlucht oder so treffen. Früher oder später. So, da ist Kohle. Das ganze Zeug will ich natürlich wegen den Leveln. Ich höre Lava. Wegen den Leveln sind wir ja eigentlich hier. Deswegen nehmen wir auch Kohle und so mit. Weil das einfach Level gibt und wir ja gerade auf der Mission sind, Level 30 zu erreichen. Ich habe Angst, dass Lava gleich irgendwo rauskommt. Da bietet sich Kohle natürlich auch ganz gut an. Wenn die Pünktchen nicht direkt verbrennen. So. Gehen wir hier mal weiter. So, da kommen viele Steine. Und viel Lava. Müssen wir uns vielleicht drüber bauen. Können wir machen. So, machen wir so. Jetzt darf ich noch nicht von der Taste rutschen.
So. Oh, ich weiß nicht, ob das wirklich die effektivste Methode ist, um zu leveln, aber ich mache das jetzt einfach so. Es ist für mich die, glaube ich, sicherste Methode, um zu leveln. Wenn wir jetzt wirklich möglichst schnell einfach die Level wollen, damit wir das Glück auf unsere Spitzhacke zaubern können. So, auch wenn diese Buddelfolgen echt ätzend sind, ich weiß es, aber das kriegen wir hin. Ich hoffe ja, dass ich jetzt auf eine Höhle oder auf eine Schlucht oder irgendwas treffe. So wie hier zum Beispiel. Aha, aber es scheint, da waren wir scheinbar schon mal, aber haben nicht alles mitgenommen. Das ist uns jetzt ja gerade recht, weil wir jetzt ja wegen den Leveln hier sind und nicht wegen dem Material. So, das ist dann gerade gut, dass ich das alles mal liegen lassen habe. Weil jetzt brauchen wir die Level davon. Und nehmen den Stuff natürlich auch direkt mit. Wenn wir schon dabei sind. So, Brot essen. Spitzhacke in die Hand. Und dann grasen wir hier mal ein bisschen. So, machen da vielleicht Licht. Da vielleicht Licht. Alter. Noch einer. Na, ihr wollt es echt wissen, hä? Ihr wollt es echt wissen. Ich will hier doch nur die Kohle holen. Für die Level. Nur für die Level. Oh! Oh oh. Den habe ich zu spät gehört. Aber wir sind ja gut protected. Da darf man auch mal einen Creeper überhören, wenn man nicht gerade vor einem Lavaloch steht. Ein Wassereimer dabei, ob das so clever ist. Naja. Mit Glück. Mit etwas Glück. Ein Hühnerei. So, das gibt doch gut Level, wenn man so Zeug abbaut. So Redstone ist da, glaube ich, auch ganz gut für, ne? So, da kommt schon wieder ein Kumpel. So, der ist weg. Da ist Redstone und so ein Scheiß. Den holen wir uns jetzt auch. Für die Level. So, da war noch irgendwas. Kohle war da noch. Ist jetzt spannend, so nah an der Lava, ne? Wenn ich da jetzt einer reinschubst. So, ich würde ja lachen, wenn ich 29 Level habe und dann passiert irgendwas Blödes. Das fände ich diesmal, glaube ich, echt nicht witzig. Aber das... essen sollst du. So, ich würde am liebsten die ganze Lava hier zubauen. Wenn ich da nicht reinfliege. So, da liegt Kohle. Ich guck mal da oben, da ist nicht so viel Lava. Können wir vielleicht sicherer abbauen. Die Kohle nehmen wir natürlich mit. Die hat der Creeper, glaube ich, für uns abgebaut. So. Wir echt alles abgegrast. Okay. Da haben wir nichts übrig gelassen. Hm. Da oben ist noch ein Eisen gewesen, aber nicht da jetzt wegen dem Eisen hoch zu buddeln. Hier können wir mal runter. Da ist nämlich... das gibt Level. Und die Kohle hier... Alter. Jetzt dachte ich, ich bin in Lava gefallen. Krass. Oh, da bin ich aber erschrocken jetzt. Eieiei. Ja, so kommen wir langsam aber sicher aufs Level 30. Das alles nur um Glück 3 auf die Spitzhacke zu zaubern. Was macht man nicht alles für seine Spitzhacken, ne? Wäre ich ein bisschen vorsichtiger gewesen, als ich da spazieren gelaufen bin, dann hätten wir das Problem ja gar nicht. Aber so haben wir das Problem nun mal, dass ich keinen vernünftigen Stuff mehr habe in dieser Welt. Und deswegen quasi wieder von vorne gucken muss, dass ich alles zusammenkriege, was man so braucht im Alltag, wenn man in Minecraft
vernünftig überleben möchte. So ist das manchmal. Man fällt, man steht wieder auf und das Leben geht weiter. Auch in Minecraft. So, hier sind nochmal Redstone. Gibt nochmal Level. Ein paar Level. 24. Level 24. Oh, es geht schon zäh voran, ne? Ich finde das schon zäh jetzt. Mir wird das ja schon wieder langweilig, ne? So einfach stumpf irgendwo. Naja, aber wenn man dann wirklich wieder auch auf Diasuche gehen, wobei das können wir doch jetzt echt miteinander kombinieren. Ich meine, wir haben die richtige Höhe hier. Aber ich war hier schon mal zum Abgrasen. Deswegen nehme ich jetzt einfach mit, was ich damals nicht mitgenommen habe. Das gibt Level, wir haben ein bisschen Stuff, zwar keine Diamanten, aber auch Kohle kann man immer brauchen. Und es gibt ja doch auch immer ein paar Level. Deswegen bauen wir uns jetzt auch da hoch zu der Kohle. Wegen den Leveln. Kann man auch mal Umwege gehen. Es ist echt schade, dass wir im Nether echt so einen scheiß Spawnpunkt haben. Dass man da echt nicht irgendwie direkt durchlaufen kann und irgendwo schön direkt anfangen kann, Netherstein zu farmen. So gefahrlos. Das ist sehr schade. Können wir vielleicht mal versuchen, uns im Nether gut einzurichten. Wenn wir mal keine Level haben, wenn wir quasi frisch gestorben sind und sagen, ach komm, jetzt gehen wir mal in Nether und bauen uns überall schöne Pfade hin. Damit, wenn wir wirklich mal wieder Level brauchen und durch Nether müssen, dass wir dann überall schön hinkommen, wo man schön Level abgrasen kann. Das wäre eine Option. So, da geht's wieder hoch zu's. Da wollten wir ja nicht hin. Ich wollte ja eigentlich auf Diamantenhöhe bleiben. Mit der Hoffnung, dass wenn wir doch was finden. Oder einfach mit der Hoffnung, dass wir dann doch was finden noch. Außer das ganze langweilige Zeug hier. So, wir sind auf Höhe 11. Da können wir doch eigentlich einfach mal buddeln. Da hat ein Skelett auf uns geschossen. Das wird gleich zu uns kommen, wahrscheinlich. So, da haben wir Redstone. Ah, da ist es ja. Hallöchen. So, ein One-Hit. Wow. So, 25. Ja, aber es läppert sich dann doch ein bisschen. Ich sollte mal eine Fackel setzen, vielleicht. Es läppert sich dann doch ein bisschen. Dass ich jetzt doch ein bisschen Hoffnung habe, dass wir es dann bald haben. Weil es gibt ja wirklich auch die Redstones geben schön Level, die wir hier immer wieder finden. Diamanten wären natürlich noch geiler, ne? Aber gut. Jetzt geht's ja erstmal um die Level. So, die erste Eisenspitzhacke haben wir schon vernichtet. Und kein neues Eisen gefarmt. Das ist natürlich auch schade. Ja, Eisen wäre vielleicht auch was. Wäre mir vielleicht auch lieber als der Redstone hier. Aber ist ja egal. So, da ist Kohle. Machen wir ein paar Level für. Alle Fackel setzen wieder. Die Kohle mitnehmen. So, jetzt haben wir gleich Level 26. Ah, es geht ja doch voran. So schlimm ist es ja gar nicht. Und wir nehmen ja eine Eisenspitzhacke, da sind wir auch ein bisschen schneller, als wenn wir hier mit der Steinspitzhacke uns einen abmurksen. Dann geht das schon. Nur wenn man eben wie jetzt gerade einfach nur buddelt und man findet auch nichts, das ist ein bisschen doof. So, eine Fackel muss ich mal wieder setzen. Fackel gesetzt. Weiter buddeln. Eisen. Eisen ist gut. Eisen eigentlich auch Level, wenn man es aberntet? Nee, ne? Okay, warum eigentlich nicht? Auch eine gute Frage, ne? Weiß kein Mensch wahrscheinlich. Warum man bei Kohle Level kriegt und bei Redstone und bei Eisen nicht. Oh, so viel Erde hier unten. Warum?
Aber Erde kann man immer brauchen, deswegen nehmen wir alle mit. Alle mit. So, Licht machen. Ah, ich könnte ja die Erde auch, um meine Eisenspitzhacke zu schonen, einfach mit dem Stein. Gold! Gibt Gold Level? Ne, auch nicht. Das ist echt interessant. Warum geben manche Bodenschätze Level und andere nicht? Das könnte man mal im Debattierclub ausdiskutieren. Warum hier so diskriminierend programmiert wurde. Lava hier, aber ist schon wieder vorbei. So, die Spitzhacke ist weg. Oh, so viel Spitzhacken haben wir jetzt gar nicht mal dabei. Das ist halt auch doof. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass wir echt in der Folge das hinbekommen, dass wir die 30 Level erreichen. Aber der liebe Gott hatte wohl andere Pläne mit uns. Deswegen müssen wir wohl in der nächsten Folge dann erst unsere Spitzhacke schön verzaubern. Das ist schade, das war anders geplant. Ich könnte mal hier gucken, ob es hier was gibt, wenn ich hier nicht schon mal war. War ich hier schon mal? Ich glaube nicht, oder? Ich markiere das dann mal hier, dass ich weiß, da ist die Tür. Wenn ich jetzt einen Wassereimer hätte, ne? Dann wäre vieles einfacher. Oh, da hinten, das sieht spannend aus. Da sollte ich mich vielleicht mal hinarbeiten. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Euer Lieblings-Noob Konrad. Ciao.